Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach, neben Hersbruck, in Nürnberger Land und im Herzen von Franken und nördlich von Bayern zum Newsletter 199. Ich bin die Praktikantin Natascha Rüffler und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie meiner Einladung auf die Consumenta in den letzten Newsletter so zahlreich gefolgt sind. Von der Messe habe ich ein paar Impressionen und Fotos von unseren Spitzenköchen, auch mit den Nesmuk-Messern, gesammelt und in einem kurzen Video über die Kochshows geschnitten. Ich stelle Ihnen den neuen Kleiderständer unserer Kunden aus Hohenstadt mit der unsichtbar integrierten Metallplatte mit 25 Kilogramm vor und präsentiere die Halter für die Tablets und Handys, die zwei Einstellwinkel integriert haben. Ja, ganz lieben Dank, Natascha. Die Rezepte von den Kochshows sind bei uns online und eine besondere Erfahrung waren die vielen Kinder, die die höhenverstellbare Küche überrannten, als sie erkannten, dass man in jeder Körpergröße Chips herstellen kann. Am Montag wurde dort Ute Danzer der Innovationspreis Ergonomie von Ralf Eiserle des Instituts für Ergonomie und Gesundheit überreicht. Darüber gibt es sogar eine eigene Homepage, nebst Video. Wir müssen unseren Kunden heute leider verkünden, dass die letzten Tage für die Bestellungen des Druckdampfgarers angebrochen sind. Viele unserer Kunden halten es nach wie vor für das funktionalste, schnellste und vor allem das am leichtesten zu reinigende Gerät zum Kochen. Wir haben extra eine Sonderseite mit allen Infos eingestellt. Vor dem Hintergrund der 20-jährigen Miele-Ersatzteilgarantie empfehlen wir es nach wie vor. Bitte rufen Sie uns einfach an, dann können wir die Möglichkeit in Ihrer Küche gemeinsam besprechen. Einen wunderbaren Text, nicht zuletzt über den kleinen Drachen Griso, das ist der Kosename für die Koch-und-Wasser-Armatur Kuka, haben unsere Kunden aus Mainz über ihre Erfahrungen mit den Möbelmachern formuliert. Wir freuen uns über die gemeinsam entwickelte Idee des höhenverstellbaren Tisches, der abwechselnd als bequemer Esstisch oder als ergonomischer Arbeitstisch verwendet werden kann. Wir haben zusammen mit der Analogmanufaktur Germany für das Plattenspielermodell Giro eine Holzchassis entwickelt und fragen nach Ihrer Meinung, welcher Plattenspieler Ihnen besser gefällt. Giro oder Biela? Im AOK Bildungszentrum haben wir nicht nur wunderbare Gitarrenmusik gehört, sondern auch ganz schöne dicke Massivholztische geliefert, die wir dank einem lustigen Zufall mit tollen Fotos präsentieren können. In diesem Video präsentiert die ganze Familie eine wunderbare Verdoppelung der Kapazität einer zwischen Boden und Decke montierten Eichengarderobe. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderbaren Herbst. Besuchen Sie uns in Unterkrumbach, bitte immer mit Anmeldung. Zum Probesitzen, Probehören, Probewohnen oder Probeschlafen. Und empfehlen Sie uns Ihren Freunden und Bekannten und gerne auch bei Google. Bis bald. Bis bald. Dankeschön. So.